Hi Leute, willkommen bei Emphantasa Studio. Ganz kurzes Update. Dieses kleine schleimige Modell wollte ich euch nicht vorenthalten. Es ist irgendein Bursche von den Nurgle Rodbringers, eine Age of Sigmar Fraktion. Ich kenne ihn nur als Maggoth Lord oder in der Art. Das Modell wurde auf Level 6 von unserem Sven bemalt und schaut euch einfach mal hier die Haut bzw. die ganzen Wundränder an, die ganzen Pocken und so weiter, was der Sven da gemalt hat. Das ist richtig, richtig schön widerlich. Und ich dachte, das muss ich mit euch teilen. Sehr cool, der Busch hier oben drauf mit dem kleinen Nörgling an seiner Seite, der sich so hinter dem Thron versteckt, der auch schon nicht mehr ganz so gesund aussieht. Der Sven hat außerdem für dieses Modell ein schönes Base gebaut. Passt, finde ich, sehr gut zu dem Ganzen mit dem Schleim hier vorne. Vielleicht war es mal ein schöner, wunderbarer See, der sich jetzt allerdings in eine vergammelte Brühe verwandelt hat. Ganz nett hier so mit dem Gitter, dass auch an dieser Stelle das Gras schon durch das Gitter durchwächst. Sieht so aus, als ob das da also schon ein bisschen länger liegt. Sehr schönes Detail, finde ich, dass das alles sehr organisch und natürlich wirkt. Eine lustige Sache, die der Kunde gemacht hat, und die ist tatsächlich empfehlenswert, dass dieser Kotzstrahl oder was es ist, der ist magnetisiert und das macht natürlich den Transport extrem einfach. Und es hat auch ein bisschen was Widerliches, weil wenn man mit dem Modell spielt, es bewegt, dann wabbelt hier dieses Ding immer irgendwie so hin und her. Das ist wirklich extrem nörgelmäßig. Ich zeige euch das Ding nochmal hier so von vorne. Sehr cool, wie die Mäuler geworden sind mit den ganzen Schleimeffekten. Mit den ganzen Bluteffekten. Ja, der Kotzstrahl, den kann man dann auch noch so ausrichten, wie man es gerade braucht, je nachdem, welchen Gegner man vor sich hat. Und ja, hier nochmal die andere Seite. Wahnsinnig gute Hautfarbe, gefällt mir echt gut. Sieht wirklich, wirklich widerlich aus. Und ich hoffe, das diente euch so ein bisschen als Inspiration, was man mit Nörgeln machen kann. Und ich würde sagen, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.